So Freunde, euer Simon hier, es ist Mittwoch. Es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Wir stehen heute nicht in der Body-IP-Küche. Es gibt nächste Woche wieder ein Rezept versprochen, ein sehr, sehr gutes Rezept. Aber dieses Video ist so wichtig, wirklich so, so, so viel wichtiger. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, guckt es trotzdem, gebt den ganzen Daumen nach oben und diskutiert. Ich möchte, dass ihr bei diesem Video wirklich diskutiert, weil es bei diesem Video wirklich um Meinung geht, um eure Meinung, um meine Meinung. Das Video hat den Titel Zerstörung der Veganer. Und ich möchte die Veganer nicht zerstören in dem Video, überhaupt nicht. Es geht um die Zerstörung von mir, von den Veganern. Vielleicht habt ihr auch, einige haben vielleicht, die sich auch mit den Kommentaren beschäftigen, schon ein bisschen gelesen unter einigen Videos, dass in letzter Zeit ein paar Hate-Kommentare wirklich von Veganern kamen. Es kam vielleicht so eine kleine Vorgeschichte, es kamen mehrere Videos, nicht nur gegen mich, auch gegen andere YouTuber wie Goku zum Beispiel, den ich auch sehr schätze. Es kamen einige Videos von einigen veganen Kanal. Ein Kanal, ich möchte ihm zwar keine Bühne bieten, aber ihr könnt euch da selbst, wie gesagt, ich bin da völlig offen, ihr könnt euch da selbst überzeugen von einem Kanal, heißt glaube ich Lichtblick, hat glaube ich mehrere Videos jetzt gemacht gegen mich, wirklich ganz, ganz irgendwie Abrechnung und ich weiß nicht alles. Wie gesagt, ich wollte mir, und wie gesagt, dieses Video ist nicht nur über vegan oder nicht vegan, überhaupt nicht. Es geht wirklich, es ist viel, viel tiefer. Es wird auch ein bisschen politisch. Es geht um eigene Meinung, um Meinungsfreiheit und auch besonders darum, wenn man eine eigene starke Meinung hat, wie man andere davon überzeugt, vielleicht mit Argumenten und so weiter. Vielleicht nochmal kurz zu den Videos. Wie gesagt, ich war im Urlaub und hab da irgendwie gesehen, oh, guck dir mal das und das Video an in den Kommentaren. Ihr wisst, ich lese alle Kommentare und solange sie nicht beleidigend sind und solange sie zu dem Video passen, lasse ich sie selbstverständlich stehen. Deswegen könnt ihr euch da auch, wir sind da offen, die Kommentare könnt ihr euch selbstverständlich durchlesen. Und Simon, du wurdest zerstört. Werde ich anfangen, diese Leute auseinanderzunehmen? Jemand versucht, dich zu zerstören und so weiter. Deswegen auch der Titel. Simon, du wurdest zerstört. Hör auf, Fleisch zu essen. Du hast noch eine Chance. Hör auf, Fleisch zu essen. Du darfst kein Fleisch essen und so weiter. Ganz, ganz viele von solchen Kommentaren kamen dann. Und durch diese Kommentare habe ich mir dann versucht, dieses erste Video gegen mich, ich glaube Realitätsverweigerer oder irgendwie sowas, habe ich erstmal angemacht. Und ich versuche jetzt wirklich nicht mich lustig zu machen, obwohl es mir sehr, sehr schwer fällt, weil ich tatsächlich, ich versuche wirklich da sehr, sehr objektiv und sachlich zu bleiben. Ich habe wirklich am Anfang gedacht, es sei Satire. Ich dachte wirklich, dass dieser Kanal irgendwie, ich konnte nicht glauben, dass den Leute ernst nehmen. Und das meine ich wirklich ganz, ganz, ganz frei, ohne mich wirklich, ich versuche mich wirklich jetzt nicht lustig zu machen, absolut nicht. Als dann wirklich, ich habe versucht, das Video zu gucken und als dann so Aussagen kamen am Anfang schon, wie kein Mensch hat einen Proteinmangel und dann irgendwie im Nebensatz, ja, außer kleine, vielleicht außer Kinder in Afrika oder so. Da dachte ich schon, das kann man doch nicht ernst meinen jetzt. Also Punkt Nummer eins ist, es gab noch nie ein Problem mit Protein. Das ist so extrem wichtig zu verstehen. Ja? Welcher Mensch hat Proteinmangel? So etwas hat niemand jetzt von den normalen Menschen. Ich rede nicht von irgendeinem Kind in Afrika. Sind das keine Menschen oder wie, also so, solche Sachen oder dann auch Aussagen wie oder Begründungen. Molkeprotein ist schlecht, weil es ein Abfallprodukt von Käseherstellung ist. Also diese Begründung alleine. Also, da muss bei jedem so ein bisschen die Alarmglocken klingen. Oder auch solche Aussagen wie, ja, man braucht ja nicht viel Protein. Kühe haben ja auch oder Bullen haben auch Muskeln. Die essen ja auch nur Gras. Also das ist für mich, das sind so Aussagen, wo ich kann die nicht ernst nehmen. Verbannt Protein aus eurem Leben. Ich kann sowas nicht, ich kann mich nicht mit einer Kuh vergleichen, die einfach zig Mägen hat und da, ich will da auch gar nicht, deswegen, ich will da inhaltlich gar nicht auch so tief rein und ich konnte mir das Video auch nicht angucken, deswegen tut es mir sehr, sehr leid. Ich werde da auch nicht jetzt drauf eingehen, weil es einfach für mich absolut blöd ist. So, das zum, aber es gibt Daniel Pugge,
und mehrere andere, die das zigfach inhaltlich wirklich auseinandergenommen haben. Und wer sich dafür interessiert, bitte hier unten, ich verlinke den Kanal, wirklich alles auseinandergenommen, auch gezeigt haben, dass die Studien, die er da benutzt, auch wirklich nicht richtig sind und so weiter. Und dass die Aussagen einfach völliger Käse sind, die da genommen wurden. Und inhaltlich bitte. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass Daniel Pugge damals den Herrn von diesem Kanal auch wirklich eingeladen hat zu einem Live-Talk und so weiter, dass er da kommentiert hat, dass er alles. Also wie gesagt, das ist für mich einfach, deswegen möchte ich mich damit auch gar nicht befassen, weil wenn, ich glaube, es gibt Leute, die wollen einfach das sehen, was sie sehen wollen, und wenn das so sektenhaft ist und so und einfach Blödsinn erzählt wird und auch gar nicht die Gegenposition angehört wird, dann sollte man sich damit auch nicht wirklich beschäftigen. Und wie gesagt, Daniel Pugge hat das gemacht, bitte da unbedingt, wenn ihr euch da inhaltlich, wenn ihr jetzt sagt, ja, aber was ist mit der und der Aussage oder so, ist wie gesagt alles behandelt worden bei Daniel Pugge und so weiter, könnt ihr euch da anschauen. Ich möchte in dem Video, und jetzt geht es wirklich auf den Punkt, jetzt geht es darum, ich möchte in dem Video Fragen, einen Appell stellen, was möchtet ihr, ich spreche jetzt die Veganer an, die sowas schreiben wie, hör auf Fleisch zu essen, was möchtet ihr erreichen eigentlich? Ich will einfach mal das Ganze vergleichen. Auf meinem Kanal, und ich finde es auch so lustig, dass ich von Veganern angegriffen werde, ich glaube, mein Kanal hat mehr dazu beigetragen, hat mehr zur pflanzenbasierteren Nahrung beigetragen als alle veganen Kanäle zusammen, die eben sagen, esst kein Fleisch. Ich verspreche es euch, weil ich diese ganzen Rezepte, die ganzen Sachen, die nachgekocht werden, die eben pflanzenbasierter sind, alle da habe. Ich versuche in meinen Videos eine Alternative zu schaffen. Ich sage erstens, man kann vegan auch Muskeln aufbauen. Man sollte viel mehr pflanzlich essen, viel mehr pflanzlich, als viele es tun. Man sollte unglaublich viel Gemüse essen. Man sollte sehr, sehr pflanzenbasierter essen. Ich zeige Rezepte, wo man eben auch pflanzlich seine Eiweißbedarfe decken kann auf meinem Kanal. Ich sage in jedem Ernährungsvideo, außer irgendeine kurzzeitige Diät, wo ich persönlich dann recht viel tierbasiert esse, versuche ich immer euch zu sagen, es geht vegan. Ihr solltet mehr pflanzlich essen. Ihr könnt es mit pflanzlicher Nahrung. Pflanzliche Nahrung kann super schmecken. Ich versuche mit diesem Kanal wirklich dafür zu sorgen, auch, dass ihr ethisch versteht, dass es ethisch tatsächlich nicht korrekt ist, Massentierhaltung zu fördern. Fleisch zu essen in diesen großen Mengen, besonders auch, wie gesagt, dieses abgepackt und so weiter. Ich versuche das mit dem Kanal und es funktioniert ganz fantastisch. Ich weiß das, dass ich sehr, sehr viele Leute auf einen pflanzlicheren Weg bringe. Was glaubt ihr, was es bringt, wenn ihr zu einem Fleischesser, zu einem Liebhaber von Fleisch geht und sagt, iss kein Fleisch? Glaubt ihr, dass er seinen Grill wegschmeißt und sagt, okay, nein, es wird das Gegenteil passieren und darum geht es. Es gibt ein Trotzverhalten, in der Psychologie nennt man das auch Reaktanz. Wenn ihr jemanden in seiner freien Meinung beschneiden wollt, wenn ihr sagt, iss kein Fleisch, wird er sich erst recht ein Steak machen. Versteht es bitte. Wenn ihr, und das erleben wir hier überall, und ich werde gleich ein paar politische Beispiele noch dafür nennen, dass es nicht nur bei Veganen so ist, sondern auch bei ganz, ganz vielen anderen Sachen. Es gibt zig Untersuchungen dazu. Wenn ihr jemandem sagt, du darfst kein Fleisch essen, wird er überlegen, okay, jetzt esse ich ein Stück Fleisch. Als ich auch bei mir, es ist automatisch, als ich diese Kommentare gelesen habe, dachte ich sofort, und es ist kein Witz, dachte ich kurzzeitig, automatisch, okay, jetzt mache ich ein Video, wo ich zeige, wie man sich das perfekte Steak brät. Kein Witz. Hab dann aber darüber nachgedacht und das möchte ich einfach nicht. Aber es führt automatisch dazu. Es führt automatisch dazu, dass ihr einfach ein Trotzverhalten auslöst. Ihr wollt doch, dass weniger Fleisch gegessen wird. Dann seid nicht so dumm und versucht, jemandem zu verbieten, Fleisch zu essen. Und auch noch mit eindeutig falschen Aussagen. Es wird so nicht funktionieren. Wenn ihr, ich sag mal, kluge, vegane Vertreter seid und das Gleiche wollt wie ich, dann macht es wie ich. Versucht doch den Leuten nahezubringen, dass es Alternativen gibt, dass es auch geht und so weiter. Das ist doch ein viel, viel besserer Weg, der mehr dazu führt. Und das bringt mich zu dem Punkt. Ich glaube, dass ihr das gar nicht wollt. Ich glaube, ihr seid einfach so, nicht alle, um Himmels Willen, aber die eben sagen, nein, ihr dürft nicht und so weiter, die militanten Veganer. Ich glaube, ihr hört euch einfach, ihr wollt selbst, es ist einfach so ein Egoismus. Ich glaube, es ist einfach so ein dummer, stumpfer Egoismus von euch, dass ihr einfach euch selbst
überzeugen wollt, nein, nur so geht's. Und dass ihr einfach absolut respektlos und gegen Meinungsfreiheit seid, wenn jemand andere Meinung hat und so weiter, ihr müsst die akzeptieren. Und wenn ihr so dumm und egoistisch seid und das einfach nicht wollt und jemanden auf Teufel komm raus zwingen wollt, dann wird das niemals funktionieren. Niemals. Es wird das Gegenteil. Es wird zu dem Gegenteil führen. Ein paar andere Beispiele noch. Einfach mal ein paar andere Beispiele. Einfach mal an Leute mit anderen Meinungen gerichtet. Wenn ihr versuchen werdet, und das ist eben gerade der Fall, wenn ihr sagt, ihr dürft keine SUVs fahren, sind plötzlich Rekordverkäufe bei den SUVs. Ich habe ganz viele Bekannte, die, nachdem gesagt wurde, sollen SUVs verboten werden, gesagt haben, okay, jetzt hole ich mir ein SUV. Weil einfach dieses Trotz, dieser Trotz, keiner will in seiner Freiheit eingegrenzt werden. Es ist ein psychologischer Effekt, der so gut belegt ist einfach. Anderes Beispiel, je mehr Leute zum Beispiel verbieten wollen, je mehr Leute wirklich in die Öffentlichkeit, in die Medien gehen und sagen, wählt nicht, ihr dürft nicht die AfD wählen, dann schießen die AfD-Wahlergebnisse nach oben, weil die Leute, ganz viele, schaut euch im Internet an, ganz viele, die nicht wussten, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, ich habe mich auch mit vielen unterhalten, ganz viele, die wirklich nicht wussten, was sie wählen sollen, dann kamen da wirklich Leute in den öffentlichen Medien und sagten, wählt nicht die AfD. Und die sagten, okay, jetzt wähle ich die AfD. Niemand möchte sich etwas verbieten lassen. Ihr müsst erklären, ihr müsst Argumente haben. Auch so Sachen wie, wir reden nicht mit denen. Es gibt ganz, ganz viele von, es gibt wirklich auch in den Medien, wir reden nicht mit der AfD. Das ist die dümmste Aussage, die ihr machen könnt. Was soll das? Was ist das für eine Logik? Genauso gibt es Veganer, die auch sagen, wie gesagt, zum Beispiel dieser Kanal Lichtblick, glaube ich, der redet nicht mit dem Daniel Puge. Warum nicht? Warum? Er führt zu dem Gegensätzlichen, was er doch eigentlich vorgibt, zu wollen. Und deswegen ist das so dumm, so unfassbar dumm, jemandem einfach seine Meinung aufzwingen zu wollen. Das wird niemals funktionieren. Und wie gesagt, deswegen möchte ich mich mit solchen Kommentaren überhaupt nicht auseinandersetzen. Wie gesagt, inhaltlich bin ich super. Ich bin so offen für Diskussionen, für inhaltlich wirklich konkrete. Ihr wisst, meine ganzen Videos, ich bin da absolut objektiv, absolut neutral. Wie gesagt, ich schaue mir die Studien an, ich schaue mir sehr, sehr, sehr genau an. Aber Aussagen wie zum Beispiel, ihr solltet Protein meiden. Wie gesagt, wird von diesen Kanälen propagiert, man soll Protein meiden. Ist falsch. Wenn ihr, ganz einfach, wenn ihr eine Diät macht und auf Protein verzichtet, werdet ihr Muskeln verlieren. Wenn ihr wenig Protein habt in der Ernährung und ihr wollt Muskeln aufbauen, werdet ihr nicht gut Muskeln aufbauen. Punkt, das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache. Könnt ihr gerne ausprobieren. Ihr könnt es ja gerne ausprobieren, aber es wird einfach nicht funktionieren. Mit anderen Themen genauso. Auch die Aussage, dass einfach tierische Produkte Krebs verursachen, ist falsch, ist einfach falsch, Punkt, ist einfach eine Tatsache. Und dass man sich aber, ich sag mal, pflanzlicher ernähren sollte, aus ethischer Sicht, das ist keine Tatsache, aber es ist zum Beispiel meine Meinung. Und über solche Meinungen sollte man diskutieren, aber eine Meinung kann man jemandem nicht aufzwingen. Versteht das bitte, es wird nicht funktionieren, es wird nicht funktionieren. Deswegen bitte ich in diesem Video alle Leute, die etwas tatsächlich dafür tun wollen, dass wir pflanzlich herleben, bitte zeigt auf, dass es Alternativen gibt, auch Vorteile von pflanzlicher Ernährung. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Vorteile von pflanzlicher Ernährung. Wie gesagt, rein pflanzlich sehe ich noch für mich zum Beispiel etwas schwierig, aber es funktioniert auch. Und bitte kommentiert, bitte diskutiert mit Argumenten, aber bitte hört auf, so dumm zu sein und euch zu beleidigen, versuchen zu zerstören oder irgendwie versuchen, jemandem was zu verbieten. Es wird nicht funktionieren. Wie gesagt, SUV-Verkäufe schießen nach oben, nachdem man gesagt hat, SUV. Wirklich, ich kenne so viele, ich bin ja in der Autoszene so ein bisschen drin, als wirklich diese ganze Klimadebatte, die Gegendebatte schießt nach oben. Ich erkenne so viele Leute, die sich dann erst recht, die fahren dann hier über die Umweltspur und geben extra Gas. Man verbietet mir Gas zu geben, die geben extra Gas. Ich kenne so viele, die sich jetzt hubraumstarke Autos gekauft haben, weil man denen das verbieten will. Ich kenne so viele Leute, die sich durch die veganen Geschichten erst recht ein Steak auf die Pfanne hauen. Ich kenne so viele Leute, die AfD wählen, weil man denen das verbieten will. Ich kenne so viele Leute, die einfach das Gegenteil machen, weil man ihnen das verbietet. Bei mir in der Schulzeit war es einfach genauso. Meine Eltern haben mir gesagt,
Du darfst nicht rauchen, auf keinen Fall. Haben wir nicht versucht, das zu begründen oder irgendwas? Ich habe geraucht. Du darfst nicht oder du musst jetzt das und das Buch lesen für die Schule. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es irgendwann gelesen, wo ich es mir dann selbst ausgesucht habe. Das war ganz interessant. Und wie gesagt, Reaktanz, ein ganz mächtiges psychologisches Phänomen in uns. Und deswegen bitte, 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 wenn ihr es ernst meint, so wie ich, dass ihr wollt, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, aber das ist mein Fazit, mein Schluss, wenn ihr wollt, dass pflanzlich her gegessen wird, dass wir weniger Fleisch essen, dass wir einfach alle insgesamt ein bisschen mehr moralisch, ethisch korrekter, meiner Meinung nach, in der Richtung handeln, dann ist das der falsche Weg, meine lieben Freunde. Und in diesem Sinne freut mich riesig auf Kommentare, auf respektvolle Kommentare, und abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bitte unbedingt bei Daniel Brugge vorbei, der nimmt das auseinander, ganz objektiv, ganz, ganz fein, bitte, bitte da unbedingt mal nachschauen, Goku genauso und alle, die so angegriffen worden sind, könnt ihr euch da anschauen, mir ist das inhaltlich, auf inhaltlicher Ebene einfach zu blöd. Entschuldigung dafür, aber es ist mir einfach zu blöd. Und in dem Sinne, ja, abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Und die besten Supplements, kleiner Ansatz an der Stelle, mein erstes Protein, noch vor dem Whey-Protein, war ein veganes Protein. Das zeigt vielleicht auch, wie wichtig mir tatsächlich vegane Ernährung oder veganere Ernährung ist. Body Happy Nutrition, die besten Klamotten, VIP-Wear, bis dahin, euer Simon. Nobody knows why.